und herzlich willkommen zum heutigen Film. Viele von euch werden sicherlich dieses Mora Älteres kennen. Das hat ja schon so einen kleinen Legendenstatus, weil es ist ein unheimlich kleines Messer, aber wirklich sehr robust, ist super griffig, sitzt also auch bei meinen Händen. Gut, ich bin jetzt auch nicht wirklich sehr groß, aber es sitzt trotzdem einfach bärig. Es wird in einer schönen, einfachen Kydex-Hülle geliefert, die das Messer komplett aufnimmt, egal wie rum. Das ist also wirklich praktisch und es ist sicher verschlossen. Wie gesagt, das Mora Älteres, falls ihr es noch nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Das Teil ist einfach nur geil. Und eben weil ich das so toll fand, war ich sehr überrascht, als ich eine Werbung hatte von Wolfgangs oder neuerdings heißen die ja Odenwolf. Und zwar haben die jetzt auch so ein kleines Tool rausgebracht. Ich persönlich mag die Wolfgangsmesser. Ich mag sie sehr, auch wenn viele die in der Luft zerreißen. Ich finde die tatsächlich super. Das Ganze kommt wieder in so einer schönen Verpackung, im gleichen Style wie die anderen Messer auch alle. Hier ist noch so ein kleines Inlet dabei. Früher war es mal so, dass Wolfgangs für die Kinderkrebshilfe gespendet hat. Ich weiß nicht, ob die das immer noch so machen, weil ich lese mir die Zettel, seit ich damals das erste bestellt habe, nicht mehr durch. Aber viel wird sich da ja nicht geändert haben. Hier ist dann noch dabei, und das fand ich auch total cool, weil mir ging es ja in erster Linie um das eigentliche Messer. Hier ist etwas Paracord dabei, zusammen mit einem kleinen Feuerstahl und zum kleinen Schaber. Und oh, der Schaber, der ist wirklich, wirklich scharf. Damit könnte man also selbst Holz etwas abraspeln. Und ja, die Kette, die kenne ich, weil ich dazu auch schon verschiedene Videos gesehen habe. Und da wird dieser Feuerstahl in der Luft zerrissen. Nicht, weil er schlecht Funken wirft, sondern einfach, weil er zu klein ist. Ja, und ganz ehrlich, wenn ich solche Sachen höre, schaut euch mal bei Victorinox diese kleinen Tools an, die man in den Korkenzieher reinschrauben kann. Da habt ihr einen Feuerstahl, der ist, glaube ich, 1,5–2 mm dick und ungefähr vielleicht 1 cm lang. Und damit hat Felix Immler gezeigt, wie man damit mit sämtlichen Materialien gut Feuer machen kann. Ich bin mir also auch sehr sicher, dass es vielleicht etwas dauern kann, bis dass man hiermit ein Feuer startet. Das will ich nicht abstreiten, aber man wird auf jeden Fall damit ein Feuer starten können. Und nichtsdestotrotz sollte man nicht vergessen, das ist nur ein kleines Gadget, was dabei war, denn eigentlich geht es hier ja um dieses kleine Messer. Ja, wenn ich diese Kydex-Hülle schon sehe, ja, da freue ich mich einfach, weil das ist im Endeffekt der gleiche Style, wie es auch bei den großen Messern verwendet wird. Und ich habe mittlerweile 6, 7 Wolfgangsmesser oder jetzt Odenwolfmesser, mit denen ich absolut zufrieden bin. Und diese Kydex-Hüllen, die sind top. Hier ist jetzt halt nur so ein Clipper dran. Das heißt, man kann es sich so in die Hosentasche stecken. Ich habe aber auch schon gesehen, dass man den einfach drehen kann. Dann kann man den so rum beispielsweise an der Hemdjacke tragen. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Messer. Und ich hole das älteres mal dazu raus, dass wir mal so einen direkten Vergleich haben. Also hier sieht man schon, dass der Griff komplett anders geformt ist. Hier ist nämlich so eine Fingermulde drin. Aber auch hier bei der Daumenrampe, das sitzt alles wirklich gut und auch das Messer hat man gut im Griff, wobei ich aber schon dazu sagen muss, dieses Muster hier, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich gut ist, wenn man feuchte Hände hat oder vielleicht sogar nasse Handschuhe angezogen hat, dass es dann besser zum Greifen ist, aber wenn man das Messer so hält, dann gibt es Abdrücke in den Händen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, es sind nur kleine Abdrücke zu sehen, aber naja, hat Vor- und Nachteile. Die Klinge selbst, die ist beim Mora Älteres minimal länger, vielleicht so 5 mm länger. Von der Dicke her tun die beide sich nicht viel, also relativ gleich dicke Klinge. Hier ist halt noch diese Einkerbung geschnitzt, vielleicht, dass man so etwas präziser schnitzen kann. Finde ich nicht dumm, hat man hier beim Älteres nicht, weil jetzt hätte ich fast auf die falsche Seite gedrückt, hat man hier beim Älteres nicht. Das heißt, hier ist der maximale Punkt, wo man ansetzen kann. Und wenn man jetzt irgendwas schnitzen will, dann schnitzt man quasi so. Und hier beim Odenwolf hat man den Vorteil, man kann mit dem Daumen noch präziser hingehen und vielleicht kleine Einkerbungen reinschnitzen. Ja, insgesamt, ich spare es mir jetzt damit, irgendwelches Holz zu betonen oder zu schnitzen oder sowas, weil im Auslieferungszustand sind alle Messer
wirklich so scharf, dass man damit schnitzen kann. Ich habe noch nie ein Messer gesehen, mit dem man nicht schnitzen kann, wenn es ausgeliefert worden ist. Deswegen finde ich die Tests immer so witzig. Betonen wird man hiermit wahrscheinlich eher nicht. Könnte man vielleicht, wenn es kleine Hölzer sind, aber ganz ehrlich, wer hat vor, mit sowas zu betonen? So ein Messer holt man sich, wenn man wirklich mal ein Seil durchschneiden will, wenn man sich für die Brotzeit irgendwas herrichten will, wenn man vielleicht sogar auch noch zum Schnitzen, wenn man sich so kleine Zelthaken schnitzen will, sowas halt. Dafür ist so ein Messer gedacht. Alles andere ist meiner Meinung nach ja ziemlicher Humbug. Ich will jetzt nicht sagen, dass es kompletter Quatsch ist. Für manche Situationen wird das vielleicht für manche Menschen wichtig sein, aber für mich ist es wirklich nur dafür da, um mal eben eine Kleinigkeit schneiden zu können. Und dafür ist das Messer von der Optik her, das ganze Messer gibt es auch in Schwarz. Es gibt es mit silberner Klinge, in Stonewashed-Style, in diesem Black Stonewashed. Und das gefiel mir so am besten, auch mit dem Olivgrün. Gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Auf der Scheide selber das Logo, genauso wie auf dem Messergriff auch. Die Scheide hält das Messer super gut. Da muss man also auch keine Angst haben, dass da irgendwas rausfällt. Also ist meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut mit dem Eldris zu vergleichen. Und wenn man bedenkt, dass jetzt bald wahrscheinlich das Waffengesetz angepasst wird, dass man nur noch Messer herumführen darf, die unter 60 mm Klingenlänge haben, dann werden solche Messer hier oder auch das Eldris einfach immer interessanter. Eben weil sie auch dann noch im legalen Bereich führbar sind. Und ganz ehrlich, für die meisten Tätigkeiten, wofür man es im normalen Leben braucht, reichen die völlig aus. Niemand wird hingehen und sich damit eine Holzhütte bauen, wie es die Naturensöhne beispielsweise machen. No front gegen die Naturensöhne. Aber ja, wie gesagt, solche Messer sind ja wirklich dafür gedacht, um eben Kleinigkeiten zu erledigen. Interessant wäre halt zu wissen, ob der Rücken hier, obwohl der ist sehr abgerundet, deswegen wird hier bei dem Feuerstahl auch nochmal so ein separater Schaber dabei sein. Aber es wäre natürlich geiler gewesen, wenn man halt direkt hätte hingehen können, um so Funken zu machen. Ich mache mal das Schwarz ein bisschen ab. Aber ihr seht es vielleicht. Auch das geht tatsächlich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, also wer sagt, dass der zu klein ist, ja, ganz ehrlich. Dem empfehle ich von Reini Rossmann den letzten Feuerstahl eures Lebens. Der ist dick, der ist lang und der hält ewig. Aber mir reicht sowas als kleines Backup. Finde ich schön. Dafür, dass man es als Dreingabe bekommt zum Messer. Super. So, das war es schon wieder zum heutigen Video. Wie gefällt euch das? Odenwolf, hat das Teil eigentlich einen genauen Namen? Odenwolf. Nö, steht leider kein genauer Name drauf. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr kleines Messer, vielleicht sogar noch als Neckknife zu tragen. Aber wie gesagt, durch den Clip würde ich es einfach an der Hose oder eben am Pulli, am Hemd oder auch vielleicht am Rucksack tragen. Und dann trägt es kaum auf, weil es kaum Gewicht hat. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.